Das Problem bei diesen Freihandelsabkommen ist aber, sie werden über Jahre ausgehandelt. Und dann ist es unheimlich schwer, es hinzubekommen, dass die Welle nicht irgendwann bricht und der Protest nicht so ausläuft und irgendwie den Strand kaum noch erreicht. Und die Hoffnung ist, dass die Diskussion, die wir heute führen wollen, dass Sven Liegold uns so ein paar Punkte sagt, wo er glaubt, wo müssen wir jetzt weitermachen? Was sind die Punkte, an denen wir ansetzen können? Ich bin mir sicher, er wird auch noch ein bisschen auf die Inhalte eingehen. Kurz zu Sven. Sven sitzt im Europaparlament für die Fraktion für die Grünen, in der Fraktion der Europäischen Grünen, seit 2009. Er ist 45 Jahre alt, hat ATTAC mitgegründet und in seinem Lebenslauf finden sich auch diverse andere Organisationen, die er mitgegründet hat. Seit 2009 Mitglied im Europäischen Parlament. 2010 ist etwas anderes Einschneidendes in seinem politischen Leben passiert. Er ist Mitglied bei Mehr Demokratie geworden. Und seitdem ein durchaus streitbares Mitglied. Gelegentlich bekommt der Bundesvorstand auch mal einen ziemlichen Gegenwind. Das ist immer wieder gut, um einfach auch die andere Position mitzubekommen. Seit 2014 ist er Sprecher der deutschen Grünen im Europäischen Parlament und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch nach dem heutigen Tag noch ziemlich viel von ihm hören werden. Sven, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, also erstmal vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Und es stimmt, ich bin schon eine ganze Zeit Mitglied jetzt von Mehr Demokratie. Ich wusste gar nicht mehr wann, aber vielen Dank, dass ihr in der Mitgliederdatenbank nachgeschaut habt. Ich kann das auch nur empfehlen, weil ich will das vorab sagen, ich freue mich auch, dass jetzt mein Landesverband, ich war auf den Bundesversammlungen, haben wir eingeladen in der Vergangenheit und jetzt der Landesverband mich einlädt, ist ja nicht so normal, dass Parteipolitiker hier sprechen dürfen, denn hier ist ja eigentlich die Stärkung der Stimme der Bürgerinnen und Bürger das, was das Hauptziel von Mehr Demokratie ist. Und ich will dazu noch sagen, dass ich finde, dass kaum ein Verein die politische Kultur in Deutschland so stark zum Positiven verändert hat wie Mehr Demokratie. Mir fällt eigentlich überhaupt niemand ein, der es geschafft hat, so stark die Regeln, nach denen Demokratie in Deutschland funktioniert, mit zu beeinflussen, wie vielleicht vor Mehr Demokratie das nur die Alliierten in der Besatzungszeit geschafft haben. Wow. Das ist schon die Zahl der erfolgreichen Volksentscheide und Kampagnen, die die Parteien letztlich gezwungen haben, die Hürden für Volksabstimmungen zu senken, sie zum Teil überhaupt erst ernsthaft möglich zu machen, Reformen am Wahlrecht, Transparenzfragen. Die Liste ist ja lang, wie sich in den verschiedenen Ländern Gesetzgebung verändert hat. Und das Traurige ist eben, dass wir das auf deutscher Ebene noch nicht geschafft haben, zumindest nicht, was die Kernforderungen angeht, nämlich die Einführung des Volksentscheids. Ich persönlich bin auch Befürworter direkter Demokratie auf europäischer Ebene. Wir haben gerade in der letzten Woche abgestimmt über die Regeln der Europäischen Bürgerinitiative, die ja nur in den Vertrag von Lissabon gekommen sind, weil Mehr Demokratie dazu zusammen mit anderen auf internationaler Ebene eine Kampagne gemacht hat. Und umso ironischer ist es, dass die Bürgerinitiative, die Mehr Demokratie nach vorne gebracht hat, nämlich die gegen TTIP, dann von der Europäischen Kommission skandalöserweise untersagt worden ist, und man sich jetzt in Luxemburg erstreiten muss, dass diese Bürgerinitiative überhaupt rechtsgültig als offizielle europäische Bürgerinitiative zugelassen wird. Das ist schon ein Stück sehr Ironie. Ja. Dazu den Titel der Veranstaltung, zu der ich eingeladen worden bin, war ja bewusst so, dass ich jetzt nicht umfassend dazu etwas sage, was vom Titel zu halten ist und wieso nicht, sondern eher ein bisschen darüber zu reflektieren, wo steht jetzt eigentlich die Bewegung, was sind die weiteren Schritte, die wir unternehmen können. Ich will aber mit ein bisschen Inhalt trotzdem anfangen, weil ich finde, dass das sehr viel damit zu tun hat, wie wir eigentlich weiterkommen in dieser Frage. Aus meiner Sicht ist zentral bei der Diskussion über die Freihandelsabkommen, und das ist ja nicht nur TTIP, sondern insgesamt die Weiterführung der Freihandelsagenda durch bilaterale oder plurilaterale Verträge. Also TISA ist eine Staatengruppe, während die meisten anderen Verträge
jeweils bilateral sind. Also während, wenn die EU dabei ist, sind es natürlich auch halb plurilaterale Verträge, aber das halten wir uns dann nicht auf. Das ist ja eine Abkehr von der alten Position Deutschlands und auch der EU, dass man eigentlich ein multilaterales Handelsregime will. Das heißt also, traditionell war Deutschland immer Befürworter der Welthandelsorganisation und gleichmäßiger, offener Märkte international. Und diese Agenda steckt seit jetzt im Grunde fast 20 Jahren in einer Sackgasse. Und er steckt deshalb in einer Sackgasse, weil die WTO selbst zum Gegenstand heftiger, auch demokratischer Kritik geworden ist. Und die TTIP und die anderen bilateralen Abkommen sind eigentlich ein Umgehungstatbestand, weil man sich dieser Kritik an der Welthandelsorganisation nicht stellen will. Das ist ganz zentral für die ganze Diskussion. Denn die Welthandelsorganisation ist von zwei Richtungen unter Druck gekommen. Zum einen ist es so, dass viele Länder des Südens gesagt haben, die bisherigen Regeln sind inhärent ungerecht und spiegeln die Machtverhältnisse in den 80er Jahren wieder und nicht mehr die Machtverhältnisse heute. Insbesondere sind zwei Bereiche da zu nennen. Das erste ist die Landwirtschaftspolitik. In den Handelsverträgen wurde zwar den Entwicklungsländern erhebliche Marktöffnungen im Industriegüterbereich gewährt und das hat ihnen auch genützt, ihren Handelsanteil im Industriebereich erheblich zu steigern, aber im Agrarsektor wurde im Grunde ein ungerechter Status quo festgeschrieben. Und zwar in der Gestalt, dass man es schwerer gemacht hat, die eigenen Märkte zu schützen, umgekehrt aber den reichen Ländern auf der Welt erlaubt hat, mit Abermilliarden von Subventionen ihre Landwirtschaft zu subventionieren und dann die Produkte zum subventionierten Preis auf die Weltmärkte zu bringen. Und das hat zu millionenfacher Armut in Afrika, in Lateinamerika, in anderen Teilen Asiens geführt, weil die Kleinbauern mussten konkurrieren mit Produkten, die durch hohe Steuermilliarden subventioniert waren. Die EU gibt immer noch 35% etwa ihres EU-Haushaltes zur Subventionierung der Landwirtschaft aus. Und diese subventionierten Produkte konkurrieren unfairerweise mit den Produkten aus den Entwicklungsländern. Die Entwicklungsländer haben gesagt, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen, dass wir entweder dürfen wir dann unsere Märkte schützen oder ihr müsst mit diesen Subventionen aufhören. Und diese Rufe sind auch schon lange von Entwicklungsorganisationen, von uns Grünen, von vielen anderen gibt es die Forderung, das zu verändern. Es ist nach wie vor nicht durchsetzbar, weil die Agrarpolitik in den meisten Mitgliedsländern und auch in Deutschland im Wesentlichen von den Bauernverbänden geschrieben wird, die wiederum dominiert werden von den großen Landwirten und nicht von den hiesigen, nachhaltig produzierenden Unternehmen. Der zweite große Grund ist die ganze Frage geistiger Eigentumsrechte. Mit der Gründung der WTO wurden alle Länder auf der Welt praktisch verpflichtet, den Schutz von Patenten zu sichern, und zwar auch dann, wenn es sich um solche Dinge handelt, die lebensnotwendig sind. Und das größte Thema in dem Bereich sind natürlich Medikamente. Also das wissen Sie vielleicht, dass Medikamente sind in der Regel sehr billig herzustellen, aber sie sind teuer zu erfinden. Und wenn ein Pharmaunternehmen ein Patent hat, dann versucht es auf der ganzen Welt im Grunde auch die Forschungs- und Entwicklungskosten und die Gewinne über Patente zurückzugewinnen, auch wenn Menschen daran sterben, weil die Medikamentenpreise zu hoch sind für die Ärmsten auf der Welt. Das ist ein Unding und deshalb wollen die Entwicklungsländer überall auf der Welt Generikaprodukte herstellen. Das finde ich ist ein Menschenrecht, zu vernünftigen Preisen, zu Herstellungspreisen an lebensrettende Substanzen zu kommen. Aber die reichen Teile der Welt, und da muss man sagen, zu unserer Schande auch Deutschland und auch die EU, bestehen auf den strengen Patentschutzregeln und damit eben im Grunde stellen sie die Hoffnung der eigenen Pharmaindustrie auf Gewinn höher als das Lebensrecht der Menschen. Und diese beiden großen Gründe sind der Grund, warum die WTO-Verhandlungen nicht weiterkommen. Denn alle Themen, die jetzt in TTIP verhandelt werden, wurden auch schon auf WTO-Ebene verhandelt, aber sind nicht zu einem Abschluss gekommen. Und als deutlich war, dass die Entwicklungs- und Schwellenländer ohne Konzession in diesem zentralen Bereich nicht bereit sind, einer neuen Handelsrunde zuzustimmen,
Daraufhin begann diese ganze Geschichte mit diesen bilateralen Handels- und Investitionsschutzverträgen. Der zweite Grund, warum die WTO in der Kritik steht, ist natürlich, weil die WTO ein Handelsregime geschaffen hat, das einseitig die Märkte geöffnet hat, ohne gleichzeitig soziale und ökologische Regeln ebenso zu internationalisieren. Wir haben es also mit einer einseitigen Internationalisierung zu tun, die tendenziell im Grunde ein Unrechtssystem geschaffen hat. Denn der Markt ist offen, auch für Produkte, die unter Bruch von Menschenrechten und Grundrechten hergestellt wurden. Schauen Sie sich an, wie viele Dinge, die wir täglich nutzen, wie die hergestellt wurden. Die Kleidung, die Sie auf der Haut haben, ist in der Regel von Menschen hergestellt, die keinen Lohn bekommen haben, von dem man leben kann. Sie kennen die Bilder aus Bangladesch. Nicht weit von hier, die Kick-Zentrale, ist nicht sehr weit, ist in Nordrhein-Westfalen. Und bis heute haben die nicht eingezahlt, wieder alle Versprechungen in den Entschädigungsfonds für die Geschädigten der Opfer in Bangladesch. Obwohl dort produziert wurde für diese Produkte. Genauso haben wir das natürlich im Bereich der Rohstoffproduktion. Rohstoffe werden in aller Regel unter schweren Verletzungen der Naturschutz, der Menschenrechte, der Rechte auf Land und unter Vertreibung von Kleinbauern produziert. Und trotzdem können sie einfach so auf dem Weltmarkt gehandelt werden. Es gibt keine Grundrechte im internationalen Handelsregime. Und das ist natürlich eine Demokratiefrage. Beides ist eine Demokratiefrage. Der Versuch, die Entwicklungsländer von dem Schreiben der nächsten Runde des internationalen Handels auszuschließen, ist ein Angriff auf die Mitgestaltungsrechte der Menschen in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Und zweitens, das Abwehren der sozialen und ökologischen Kritik an den Welthandelsregeln ist natürlich auch eine Umgehung von Demokratie, weil es hier um die Grundrechte geht. So, und aus deutscher Sicht finde ich, dass nochmal wichtig ist, wie bisher die Kritik gelaufen ist. Die Kritik an TTIP war für die allermeisten Organisationen eigentlich eine Kritik, die sich bezog auf ganz viele Einzelthemen. Am Anfang ging es irgendwie um diese Chlorhühnchen und dann hatten alle Angst, dass es um Gentechnik geht. Gucken Sie nicht so genervt, ich weiß. Aber das war, ich habe dieses Hühnchen auf vielen Veranstaltungen der Kritiker gesehen. Da kann man sagen, was man will. Ja? Das war ein Symbol. Dann die Befürchtung, Gentechnik könnte durch TTIP auf unsere Teller kommen. Fracking als eines der Themen, wo man die Befürchtung hatte, dass durch den Umweg TTIP entweder der Marktzugang für entsprechende Produkte nach Europa gesichert wird oder sogar es Druck geben könnte, Fracking-Lizenzen zu vergeben, selbst wo man das selbst nicht will. Genauso das Thema Schiedsgerichte, eine Ein-Punkt-Kritik, wo es im Grunde darum ging, zu sagen, diese Art von Gerichtsbarkeit widerspricht allen Grundsätzen des Rechtsstaats. In den Arbeitnehmerorganisationen wurde sehr stark darauf hingewiesen, dass einige der Verhandlungspartner die ILO-Kernarbeitsnormen nicht einhalten oder zumindest nicht ratifiziert haben, wie zum Beispiel die USA. Und so geht das immer weiter. Also jeder hatte seine Kritikpunkte und hat deshalb dieses Bündnis stark gemacht. Das war natürlich eine Stärke der TTIP-Bewegung und nur so kann man das erklären, wie so viele Menschen auf die Straße gegangen sind, weil ganz viele Organisationen sich in ihrem Tätigkeitsfeld berührt fühlen. Aber viel zu wenig wurde bisher eine Diskussion darüber geführt, wie verhält sich eigentlich dieses Abkommen zu den Grundprinzipien von einerseits Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und andererseits unserer Wirtschaftsordnung der sozialen Marktwirtschaft. Ich finde diese Frage absolut zentral, weil wer auf der Demo war, wenn man mal versucht hat zu spüren, was war da eigentlich das Gemeinsame. Natürlich in eurem Film, da habt ihr hauptsächlich jetzt mehr Demokratie gezeigt und dass da immer lauter Demokratieschilder hochgehalten werden, ist nicht besonders erstaunlich. Nicht? Aber auch ich habe mir die Demo einmal mir vorbeiziehen lassen und versucht, soweit das ging, ein Gefühl dafür zu bekommen, worum ging es denn dort? Und das Interessante finde ich, dass meine These wäre, dafür gibt es aber bisher keine harten Daten, ich werde nachher noch mal ein paar Daten zeigen, aber meine These ist, dass sich ein TTIP ein Unwohlsein kristallisiert daran, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie die Kontrolle über die Entwicklung unserer Gesellschaft ein ganzes Stück weit verloren haben und dass sehr mächtige Akteure
es zunehmend gelungen ist, sich der Demokratie und den demokratischen Entscheidungen zu bemächtigen. Deshalb auch so querschnittsartig die Bilder von über Lobbykratie, wer hat eigentlich das Sagen, die Wirtschaft oder die Menschen. Und das zog sich für mich als Thema durch die Demo, an ganz vielen Schildern. Und das fand ich sehr interessant. Und in der Tat glaube ich, dass es wichtig ist, die Kritik an TTIP genau über diese eigentlich geteilten Grundprinzipien zu führen. Also über Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Wirtschaftsordnung. Und das tun wir bisher in der ganzen Bewegung viel zu wenig. Ich will noch mal kurz erklären, was ich damit meine. Ich beginne mal mit der Wirtschaftsordnung, weil das bisher in der Debatte viel, viel zu wenig entwickelt ist. Im Bereich der Wirtschaftsordnung haben wir eigentlich eine Grundidee, das ist die soziale Marktwirtschaft. Das bedeutet, grundsätzlich haben wir einen offenen Markt, aber wer in diesem Markt, da gibt es unternehmerische Freiheit, Innovation, man kann Unternehmen gründen, Produkte auf den Markt bringen, aber man muss sich dabei an einen Ordnungsrahmen halten. Und dieser Ordnungsrahmen hat auch eine gewisse Flexibilität. Das bedeutet also, wenn sich herausstellt, dass bestimmte Technologien, bestimmte Methoden am Markt nicht nützlich sind oder schädlich sind für andere oder für zukünftige Generationen, für die Umwelt, für Verbraucher und so weiter, dann kommt der Staat und kann auf Druck auch der Bürgergesellschaft und einer kritischen Öffentlichkeit, kann dann Regeln erlassen, die für alle Akteure im Markt gelten. Das ist die Grundidee der sozialen Marktwirtschaft. Und mit TTIP und den weiteren Freihandelsabkommen wird genau dieses Gleichgewicht zwischen Freiheit am Markt und andererseits einer rechtsstaatlichen Regulierung, demokratischen Regulierung des Marktes, dieses Gleichgewicht wird aufgelöst. Und das ist die eigentliche Ungeheuerlichkeit an diesem Abkommen. Und das macht sich... Ja, absolut. Ich bin begeistert, dass der politische Geschäftsführer der Piraten jetzt ein Wasser einschenkt. Also das ist wirklich, das klappt super hier, die Zusammenarbeit. Man könnte die Piraten fast als Wasserträger bezeichnen. Er kann mir das Wasser rein. Gut gekontert, so wunderbar. Jetzt habe ich den Armen ganz verunsichert. So, neulich habe ich schon eine Stimme übertragen bekommen von einem Piraten auf Gorn. Ich muss mir wirklich Gedanken machen. Ich war Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Entwicklung und Frieden in Nordrhein-Westfalen. Der Kollege von den Piraten konnte nicht. Und wer bekam die Stimme? Ich. Habe ich mir auch gefragt, ob ich irgendwas falsch mache. Ist alles in Ordnung. So, also der Punkt ist, woran macht sich dieser Angriff fest? Und zwar auf mehreren Ebenen. Das erste ist erstmal, dass wenn man einmal dem Grundprinzip folgt, dass die Regeln, über Standards von Produkten, dass die nicht mehr auf der Ebene der Demokratie, also praktisch inzwischen in Europa, im europäischen Binnenmarkt gesetzt werden, sondern irgendwie in internationalen Verträgen festgeschrieben werden, dann macht das natürlich ungleich schwerer, die Regeln noch anzupassen. Das heißt, wenn ich die entweder international festschreibe oder gegenseitig anerkenne, dann führt das ja logischerweise zu Folgen. Wenn ich jetzt feststelle, in bestimmten Bereichen sind die Regeln nicht ausreichend, muss ich eigentlich die Verträge ändern. Oder meinen eigenen Anbietern sozusagen schlechtere oder teurere Regeln setzen, als denen, mit denen ich freien Marktzugang gewährt habe. Und damit untergrabe ich strukturell die Fähigkeit der Demokratie, die Regeln für die Produkte auf dem Markt auch zu ändern. Jetzt kann man sagen, es gibt technische Regeln, weil es nicht leicht abzutrennen ist, aber es gibt technische Regeln, die werden auch inzwischen schon in Normungskommissionen und so weiter weltweit festgelegt. Das ist an sich schon nicht unproblematisch, weil viele technische Regeln eben letztlich dann auch Wertentscheidungen beinhalten. Aber richtig schwierig wird es dann, wenn solche Standards über Produkte und Dienstleistungen eigentlich gesellschaftliche Wertentscheidungen sind. Also die Abwägung zwischen mehr Freiheit, neue Produkte auf den Markt zu bringen oder mehr Sicherheit für die Verbraucherinnen und Verbraucher, mehr Gesundheitsschutz, mehr Ökologie, höhere Normen, wie die Produkte hergestellt sind im sozialen Bereich, das sind ja gesellschaftliche Wertentscheidungen, wie ich das gegeneinander abwäge. Es gibt viele Leute, die sagen, die wählen die FDP, weil die wollen möglichst wenig solche Regeln und möglichst viel Freiheit am Markt.
Und es gibt andere, die wählen vielleicht die Grünen oder die Linken oder andere, ja, wo ich, die wollen harte Regeln für das Gemeinwohl, so sage ich das mal, und auch zum Schutz Dritter. Und zwischen diesen beiden Meinungen tobt ein ständiger Wettstreit, und in jedem Feld neu. Wenn ich das aber mal normiere, international, dann wird der Demokratie genau dieser Wettstreit eigentlich geraubt, der genau häufig das Zentrum demokratischer Auseinandersetzungen darstellt. Und das ist aus meiner Sicht der eigentliche Angriff. Und die Leitlinie müsste sein, dass gesellschaftliche Wertentscheidungen, dass die weiter auf der Ebene der Demokratie zu regeln sind und nicht aus Gründen kleiner wirtschaftlicher Gewinne auf internationale Ebene verlagert werden dürfen. Also aus meiner Sicht, wir müssen darum streiten, dass die europäische Demokratie weiter der Ort ist, an dem darüber entschieden wird, ob wir jetzt mehr oder weniger Verbraucherschutz, mehr oder weniger soziale Sicherung, mehr oder weniger Ökologie und so weiter haben wollen. Es gibt natürlich auch Regeln, die brauchen wir international. Aber das ist immer begründungspflichtig. Und das bedeutet, natürlich brauchen wir einen internationalen Klimaschutzvertrag. Und wir brauchen auch Regeln zum Schutz der Biodiversität. Immer dann, wenn wir es mit globalen Gütern zu tun haben, brauchen wir auch globale Normen. Aber es ist nicht alles besser, wenn ich es global einheitlich regle. Und da ist genau der Denkfehler von Frau Merkel und Herrn Gabriel und so weiter, wenn sie sagen, wir werden die europäischen Standards nicht senken. Das ist ja das, auch die Europäische Kommission hat ja auf die TTIP-Kritik reagiert und gesagt, die europäischen Standards werden nicht abgesenkt. Das ist aber die Einmauerung der Demokratie. Weil Demokratie ist ja nicht, wenn ich Standards nicht mehr senke, sondern Demokratie ist, dass man Standards ändern kann nach öffentlicher Debatte. Und der Maßstab kann nicht sein, dass man etwas nicht mehr senkt, sondern es geht um die Selbstbestimmung des Souveräns in Europa, zu sagen, wir wollen keine Gentechnik, wir möchten mehr Verbraucherschutz am Finanzmarkt, wir möchten zur Regel machen, dass Produkte, die hierher geliefert werden, unter menschenwürdigen Bedingungen hergestellt werden. Wir möchten alle Unternehmen verpflichten können, dass sie bei den Zulieferern lebenswerte Bedingungen, Arbeitsplatz garantieren. Solche Regeln haben wir ja noch nicht. Und deshalb geht es eben um die Änderbarkeit von Regeln und nicht einfach um die Sicherung des Status Quo. Wer einfach nur vom Status Quo argumentiert, ist eigentlich demokratiefeindlich. Das ist der zentrale Punkt. Natürlich ganz offensichtlich ist der Angriff bei der sozialen Marktwirtschaft bei den Schiedsgerichten. Denn was es überhaupt nicht gibt in unserem Rechtssystem ist, dass jemand klagen kann, weil im Gemeinwohlinteresse Profite nicht erzielt werden können, die noch, also wo man niemandem etwas wegnimmt, sondern nur die Hoffnung auf zukünftige Gewinne reduziert wird. Gemeinwohlorientierte Regulierung steht in Deutschland niemals unter Schadensersatzvorbehalt. Es ist nicht akzeptabel, dass sich die parlamentarische und die Demokratie insgesamt unter Schadensersatzvorbehalt stellt. Denn damit wird jede öffentliche Debatte über Regeln fürs Gemeinwohl immer mit einem Preisschild versehen und damit verändert sich der demokratische Diskurs. Stellen Sie sich den Atomausstieg vor. Die Debatte nach Fukushima, wäre die denn so gelaufen, wenn die Atomkonzerne Frau Merkel damals hätten sagen können, wenn sie so schnell abschalten, dann werden Milliarden an Schadensersatzzahlungen fällig. Wären dann die Deutschen wirklich noch mitgegangen? Man weiß es nicht. Dann können alle Unternehmen diese Drohung, und sei es auch nur eine Drohung, immer ins Feld führen und damit die Kräfteverhältnisse noch weiter in Richtung mächtiger Wirtschaftsinteressen verschieben und weg vom Gemeinwohl. Deshalb ist es völlig unakzeptabel, dass der Enteignungsbegriff im Zusammenhang mit Schiedsverfahren so ausgeweitet wird, dass damit gemeinwohlorientierte Regeln gemeint sein können. Enteignung ist, wenn ich jemandem eine Fabrik wegnehme. Und natürlich haben auch Unternehmen einen Anspruch auf Rechtsschutz, aber niemals gegenüber einem Staat, der das Gemeinwohl verteidigt, das darf nicht unter Schadensersatzvorbehalt geschehen. Und da setzt natürlich der nächste Punkt an, die Rechtsstaatlichkeit. Und bei der Rechtsstaatlichkeit geht die nächste Reihe von Kritik, setzt an dieser Stelle an. Erstens, diese Schiedsverfahren sind natürlich nicht rechtsstaatlich. Und auch die reformierten
Schiedsverfahren sind nicht rechtsstaatlich. Ich gehe jetzt hier nicht in die Details, weil ich glaube, dass das vielen Mitgliedern hier bekannt ist. Ich will nur eins sagen, was ich für absolut zentral halte. Das Grundproblem mit diesen Schiedsverfahren ist, dass es eben keine Gerichte sind. Ein ordentliches Gericht funktioniert so. Wenn Sie zum normalen Gericht gehen, dann ist das so, sitzen einem Richter gegenüber und eigentlich hat er keinerlei materielles oder immaterielles Interesse, möglichst viele Verfahren entweder im Sinne der Kläger oder der Beklagten zu entscheiden. Es ist eher so, dass der Richter weiß, wenn er dem Kläger Recht gibt, dann hat er ja demnächst noch mehr Klagen auf seinem Tisch und dann hat er da noch mehr Arbeit. Ja? Das ist das Grundanreizsystem eines Richters. Ich hoffe, wir sind keine Richter im Raum. Aber das ist das Grundanreizsystem. Bei einem privaten Schiedsgericht ist es völlig anders. Sie haben vielleicht gesehen, Konzerne klagen, wir zahlen diesen Film. Der ist absolut brillant. Das rate ich jedem, diesen Film anzugucken. Dort wird genau geschildert, wie das funktioniert. Da gibt es Investmentfonds und reiche Personen, die suchen Unternehmen, die Klagegründe haben können und gehen zu denen hin und sagen, hier, wir machen einen Deal. Du klagst und ich gebe dir das Geld für die Klage, ich übernehme das Prozessrisiko und wenn du gewinnst und Schadensersatz von einem Staat erklagst, dann kriegst du einen Teil der Kohle, kriege ich einen Teil der Kohle. Das heißt, es wird ein Geschäftsmodell daraus gemacht, dass das erste, es gibt Prozessfinanzierer, und diejenigen, die dann das Geld erstmal, das Verfahren, die Verfahrenskosten funktionieren so, dass die privaten Schiedsrichter ein Interesse daran haben, dass möglichst viele Verfahren stattfinden. Das ist ein begrenzter Kreis von hochbezahlten Wirtschaftsanwälten, in der Regel aus angelsächsischen Ländern. Und diese hochbezahlten Wirtschaftsanwälte, die haben ein Interesse daran, wenn die in diesem Schiedsverfahren als Richter sitzen, dass möglichst häufig das für die Kläger ausgeht. Weil nur wenn es gut für die Kläger ausgeht, werden neue Klagen generiert. Das ist also genau umgekehrt wie bei einem normalen Richter. Und das bedeutet, dass dadurch es eben kein unabhängiges Gericht ist. Es ist kein unabhängiges Gericht, weil eben die Richter ein materielles Interesse daran haben, möglichst viele Klagen im Sinne der Kläger zu entscheiden. Und so ist es auch. Knapp zwei Drittel der Verfahren, gehen für die Kläger oder mit einer Einstellung aus. Und die Einstellung heißt, dass man sich einigt. Das heißt, der Kläger bekommt Geld vom jeweiligen Staat. Das sind katastrophale Zahlen. Das heißt, über 60% der Klagen, da zahlt tatsächlich der Staat. Und das liegt an diesem Anreizsystem. Und der Reformvorschlag, den jetzt Frau Malmström vorgelegt hat und den Herr Gabriel so toll findet, der löst genau das Problem nicht. Denn die Richter sind nach wie vor genau diese Wirtschaftsanwälte, die stehen dann zwar auf einer Liste der EU oder der USA, aber die können weiterhin, haben die ein materielles Interesse daran, dass möglichst viel geklagt wird, weil nur dann können sie ihre exorbitanten Honorare verlangen. So, also lange Rede, kurzer Sinn, aber das ist zentral. Wenn man will, dass diese Schiedsgerichte einigermaßen in Rahmen gesetzt werden, dann muss man fordern, dass das in ein ordentliches Gericht überführt wird. Nichts unterhalb eines ordentlichen Gerichtes ist akzeptabel. Ein ordentliches Gericht muss vollständig transparent sein, muss eine Revision zulassen und vor allem muss es vollständig unabhängig sein, also mit dauerhaft bestellten Richtern, denen es völlig wurscht ist, wie häufig da geklagt wird. Und alles andere ist einfach nur Augenwischerei und Sand in die Augen schauen. Das ist genau das, was jetzt derzeit mit diesem Reformvorschlag versucht wird. Ich will noch zuletzt sagen, es gibt noch einen Maßstab, also auf der Ebene der Prinzipien, das zentral ist. Da, wo man internationale Verrechtlichung fordert, braucht man einen guten Grund, weil Demokratie funktioniert immer dort am besten, je dezentraler sie ist. Das ist das Prinzip auch der katholischen Soziallehre, steht in den europäischen Verträgen unter diesem sperrigen Begriff des Subsidiaritätsprinzips. Die EU wurde zu Recht häufig dafür kritisiert, dass sie dieses Prinzip gebrochen hat. Also zum Beispiel bei der ganzen Debatte um die Wasserprivatisierung und die europäische Bürgerinitiative zum Wasser, da ging es genau um diese Frage, dass viele Bürger den Eindruck hatten, warum mischt sich jetzt Europa da ein, wie wir hier unsere Wasserversorgung in unserer Kommune regeln. Es geht Europa nichts an. Aber noch weniger kann es sinnvoll sein, in Zukunft Standards für Produkte und Dienstleistungen
einfach zu globalisieren, weil man sagt, ein globaler Standard ist immer besser als ein dezentraler, nur weil ich davon kleine Wachstumsgewinne verspreche. Und das ist wirklich aus meiner Sicht falsch. Technische Normen zu vereinheitlichen, das kann ökologisch wie auch von einem Effizienzgesichtspunkt her Sinn machen. Aber wenn es um Wertentscheidungen geht, ist es geradezu umgekehrt. Je dezentraler ein Standard ist, desto mehr an demokratischen Möglichkeiten erhalte ich den Menschen. Und in Europa ist die Ebene des Marktes und der Demokratie inzwischen die Europäische Union. Und die braucht dringend Demokratisierung. Aber auf keinen Fall sollten wir akzeptieren, dass in Zukunft Standards in Dutzenden von bilateralen Verträgen festgelegt oder gegenseitig anerkannt werden und damit das Subsidiaritätsprinzip gebrochen wird. Und was ich wirklich nicht verstehe, ist Folgendes, dass die Parteien, die eigentlich in Deutschland die Rechtsstaatlichkeit nach dem Krieg auf den Weg gebracht haben, die Parteien, die das Wirtschaftsmodell der sozialen Marktwirtschaft auf den Weg gebracht haben, und diejenigen, die mit Berufung auf der katholischen Soziallehre das Subsidiaritätsprinzip und den Föderalismus gesichert haben, dass die Parteien gerade diejenigen sind, die SPD, die CDU, die CSU und die FDP, die diese Prinzipien bei internationalen Handelsverträgen völlig wurscht ist. Sie treten die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die soziale Marktwirtschaft mit Füßen. Und das darf man aus Prinzipienorientierung nicht akzeptieren. Nicht nur, weil uns einzelne Fragen und Standards am Herzen liegen, sondern aus der Verletzung der Grundprinzipien, auf denen die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Union mit ihren Verträgen aufgebaut ist. Und das ist der fundamentalste Angriff, den wir als Mehr Demokratie und als Bewegung, die das kritisch sieht, vortragen wollen. Das ist der Und natürlich ist die Vorstellung die, dass wenn solche bilateralen Verträge von der EU und den USA verhandelt werden, dass dann folgende Logik entsteht. Wenn einmal die beiden Größten einen Deal miteinander haben, ist der Markt so groß, dass alle anderen gezwungen sind, wenn sie sich nicht selbst schädigen wollen, diesen Standards, die da ein und Verfahren, die da vereinbart wurden, zu folgen. Und damit ist eigentlich gelungen, die Entwicklungsländer und die Schwellenländer effektiv aus ihrer Mitgestaltungsrechte zu berauben. Denn das hat auch die Studie des IFO-Instituts gezeigt, die Entwicklungsländer sind materiell die Verlierer, wenn sie sich nicht den Normen, die durch TTIP und Co. gesetzt werden, einfach die übernehmen, weil sie dann Schwierigkeiten haben, in diese Märkte hinein zu exportieren. Das heißt, die Strategie ist, möglichst viele Verhandlungsfelder gleichzeitig zu öffnen, um damit auch es schwieriger zu machen, dagegen vorzugehen, aber insbesondere auch, um damit Fakten zu schaffen. Bei den ganzen Verhandlungen steht es derzeit so, das Singapur-Abkommen ist ausverhandelt, das ist fertig, es ist paraphriert. Das ist der Vertrag, über den komischerweise kaum jemand redet. Immerhin ist Singapur eine autoritäre Steueroase, in der es keine Demokratie gibt, es regt nur keinen auf. Der Vertrag ist fertig. Der ist nur deshalb derzeit nicht in der Ratifizierung, weil die EU-Kommission eine Feststellungsklage in Luxemburg eingereicht hat, um festzustellen, dass dieser Vertrag nicht durch die nationale Ratifizierung muss. Ja? Das muss man sich, wir haben es schon verstanden. Das bedeutet also, die EU-Kommission, dass für die Ratifizierung dieses Vertrages alleine das Europaparlament und der Rat der Mitgliedsländer zuständig ist, aber nicht eine nationale Ratifizierung in allen 28 Ländern. Ich finde, dass das ein ganz offensichtliches Kampagnenfeld auch für mehr Demokratie ist, weil das bedeutet, dass der Bundestag und der Bundesrat ihrer Mitwirkungsrechte beraubt werden. Genau. Und natürlich ist die Hoffnung, dass mit dieser Feststellungsklage dann vom EuGH Prinzipien festgelegt werden, die in der Folge dann auch für CETA und für viele andere dieser Verträge genau festlegen, wie man diese Verträge zu schreiben hat, sodass man die nationale Ratifizierung verhindern kann. Das Problem für uns Europaabgeordnete ist, der Lissabon-Vertrag gibt grundsätzlich die Kompetenz für Handelsverträge und Investitionsverträge auf die europäische Ebene. Damit ist eigentlich eine nationale Ratifizierung nicht mehr vorgesehen. Nur dann, wenn in diesen Verträgen Gegenstände berührt werden, die noch nicht europäisiert sind, nur dann gibt es ein Recht auf nationale
auf nationale Ratifizierung. Wo genau diese Grenze liegt, ist unter Juristen umstritten. Unter Juristen ist ja alles immer umstritten, genauso wie bei uns Wirtschaftswissenschaftlern. Und daher wird das jetzt geklärt. Der EuGH ist aber natürlich traditionell europafreundlich und wird vermutlich die Rechte der nationalen Parlamente eher oder der nationalen Regierung eher in Grenzen halten. Das ist aber diese Feststellungsklage ist absolut zentral für die Zukunft dieser Bewegung. Weil, wenn es die nationale Ratifizierung nicht gibt, dann müssen sich alle Bemühungen auf die Regierungen, weil die im Rat der Mitgliedsländer entscheiden, als auch auf das Europäische Parlament konzentrieren. Und die nationalen Parlamente sind raus. Es gibt lediglich die politische Zusage, dass es bei TTIP eine Ratifizierung auf nationaler Ebene gibt, weil dieser Vertrag so wichtig ist. Das bedeutet also, ein Kampagnenstrang, den man meiner Meinung nach führen müsste, ist, dass man gerade den Bundestag, Herr Lammert und viele andere, da am Schlawittchen nimmt und sagt, ihr könnt doch nicht zulassen, dass bei dieser Frage, die so viele Menschen in Deutschland bewegt, ihr überhaupt nichts mehr Relevantes zu melden habt. Das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Linie der Debatte. Das Zweite ist, wenn dann diese Feststellungsklage in 1 bis 2 Jahren eine Entscheidung hat, dann erst wird geklärt werden, wie es mit Singapur weitergeht. Erst dann wird der Ratifizierungsprozess im Europaparlament bzw. im Rat der Mitgliedsländer gestartet. Bei CETA ist es ein bisschen anders. Das Kanada-Abkommen ist natürlich auch ökonomisch völlig verbunden mit dem TTIP-Abkommen. Das ist ja auch häufig bekannt geworden, weil Unternehmen die Rechte, die sie geltend machen wollen über den Vertrag, einfach nur innerhalb der Freihandelszone NAFTA bei ihren kanadischen Gesellschaften ansiedeln müssen. Und dann können sie die Rechte, die sie in CETA haben, praktisch bereits geltend machen. Und damit werden Dinge, die im CETA-Vertrag stehen, automatisch im TTIP-Abkommen praktisch nicht mehr zu verhindern sein. Und das heißt, wenn eben im CETA-Abkommen Schiedsgerichte sind, dann kriegen wir diese Pest auch in den TTIP-Abkommen. Das ist damit kaum noch zu verhindern. Im CETA-Abkommen gibt es auch die regulatorische Kooperation, die in Zukunft parlamentarische Entscheidungsfindung unter Freihandelsvorbehalt stellen und Prüfung stellen soll. Dieses Instrument ist im CETA-Vertrag erstmals verhandelt und wenn das da drin ist, dann werden wir das auch in TTIP bekommen. Also das heißt, der Streit um TTIP wird eigentlich im Vorhinein in ganz relevanten Bereichen über das Kanada-Abkommen ausgetragen, was aber viel weniger Leute kennen. Das Kanada-Abkommen ist eigentlich ausverhandelt, allerdings aufgrund des Widerstandes gegen die Schiedsgerichte, sowohl im Europaparlament wie auch in Deutschland, in Frankreich, einigen anderen Ländern, haben jetzt einige Länder gesagt, wir wollen dieses Abkommen nochmal verhandeln. Und da ist gerade ein Stillstand gewesen, weil die Kanadier, die waren total genervt. Die wollten nämlich überhaupt keine Schiedsgerichte. Das ist eine Erfindung der EU gewesen. Und dann haben die Kanadier sich darauf eingelassen und jetzt dann der Harper ist ein sehr marktliberaler Konservativer gewesen, der war da nicht unglücklich drüber, nicht? Der hat das dann auch gerne gemacht. Aber als das dann im Vertrag stand, hat er gesagt, ich bin doch nicht blöd. Jetzt fahren wir ja alles wieder neu, wir waren doch schon fertig. Und auch Herr Gabriel und die deutsche Bundesregierung, die gesagt haben, wir müssen dann nachverhandeln, die waren im Rat der EU auch nicht in einer festen Mehrheit. Und damit war das so ein Zwischenstand. Aber jetzt gibt es eine neue Regierung in Kanada. Die neue Regierung in Kanada ist zwar Gott sei Dank nicht wie Herr Harper jemand, der nicht so richtig an den Klimawandel glaubt, sondern die sind ökologisch viel fortschrittlicher, aber beim Freihandel sind die eben auch sehr freihandelsfreundlich und es ist unklar, was das jetzt für die Schiedsgerichte und die Verhandlungen bedeutet. Viele erwarten aber, dass die neue Regierung offener ist, über diese Verträge nochmal zu reden. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass jetzt das Kanada-Abkommen auch in einigen Teilen der Substanz nochmal geöffnet wird. Es scheint auch so zu sein, dass es relevante Stimmen gibt, auch innerhalb der Kommission, die sagen, wir warten jetzt mit CETA noch eine Weile, bis wir auch diese Klärung über das Singapur-Abkommen vor dem EuGH haben. So, dann das Vietnam-Abkommen. Das Vietnam-Abkommen ist auch ausverhandelt. Das Vietnam-Abkommen hat aber noch ein offenes Kapitel, nämlich das Investitionsschutzkapitel. Und das ist noch nicht fertig. Also da ist genau der gleiche Streit, der Rest ist fertig.
So, das heißt also, diese ganze Serie von Verträgen, TISA muss man vielleicht noch erwähnen, die sind auch schon recht weit. Dieses TISA-Abkommen über die Liberalisierung des Dienstleistungshandels, das ist sehr, sehr wichtig, weil viele der Dinge, zum Beispiel für die Kommunen, aber auch für viele andere Bereiche, sind auch im TISA-Abkommen. Aber dieses Abkommen folgt eher einer WTO-Logik. Also das ist auch gestrickt wie ein WTO-Abkommen. Das ist anders als die, ich will jetzt nicht in die Technik gehen, aber es ist anders als die bilateralen Verträge. Aber auch da stellen sich dann wieder die gleichen Fragen nach Ratifizierung und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist völlig klar, es wird nicht ganz schnell einen Ratifizierungsprozess geben. Das ist gut und schlecht zugleich. Es ist gut, weil erstmal nicht sofort Fakten geschaffen werden. Für die Bewegung ist es aber eher schlecht, weil nämlich jetzt natürlich die Kampagne sich auf einen Ratifizierungsprozess konzentrieren könnte, wenn es einen gäbe. Den gibt es aber überhaupt nicht. Also es wird auf kurze Frist keinen Ratifizierungsprozess geben, wo man jetzt in ganz Europa sagen kann, wir wollen es nicht. Das wird zu Problemen geben. Dann, was TTIP angeht, ist auch klar, riesige Sprünge werden da vor den Wahlen nicht gemacht werden. Die Vorhersehung von Herrn Obama und Frau Merkel, dass Ende diesen Jahres die Verhandlungen abgeschlossen sind, waren natürlich Wolkenkuckucksheim, weil viele der wichtigsten und umstrittensten Kapitel sind noch nicht mal geöffnet worden in der Verhandlung. Und was sehr interessant ist, dass eben Hillary Clinton, also jetzt nicht die Gegnerin des Großkapitals in den USA, gesagt hat, sie ist grundsätzlich gegen den Vertrag. Also sie ist grundsätzlich gegen TTIP und hat sich auf die Seite der Gegner gestürzt. Was ja interessant ist, in den USA sind die Gegner genau die gleichen wie in Europa, die Gewerkschaften, die Bürgerrechtler, die Demokratiefreunde, die Umweltverbände und so weiter. Also da sieht man schon, dass das mit Anti-Amerikanismus überhaupt nichts zu tun hat, wenn auf beiden Seiten des Teiches die gleichen Akteure dafür und dagegen sind. Da sieht man schon, dass das eigentlich um was ganz anderes geht. Aber der Punkt ist, die USA, da wird das ein Riesenwahlkampfthema werden. Die Republikaner sind dafür, die Demokraten sind dagegen. Der zweitaussichtsreichste Kandidat bei den Demokraten, Bernie Sanders, der will ja die USA sozialistisch umgestalten, so nach schwedischem Modell. Also der ist sowieso gegen TTIP. Das heißt, wenn die Demokraten die Präsidentschaftswahl gewinnen, dann ist die Sache vermutlich erstmal tot. Wenn sie aber verlieren und die Republikaner drankommen, die sind sehr, sehr freihandelsfreundlich. Aber auch dann muss in den USA natürlich die Ratifizierung gemacht werden. Und im Verhandlungsprozess liegen noch jede Menge Fallstricke. So, heißt also, der Verhandlungsprozess wird nicht sehr schnell an einer relevanten Stelle wirklich zu einem Abschluss kommen. Und auch, weil diese juristischen Unklarheiten bestehen. Was ich jetzt interessant finde, ist, dass sich die Strategie der Befürworter, sichtlich verändert hat. Erstens haben die mit einer Gegenkampagne begonnen, europaweit die Vorteile zu benennen. Die haben spät verstanden, dass sie da ein Problem haben. Sie sind dabei, die Transparenzfragen im Verhandlungsprozess, die anzugehen. Also das heißt, sie können nicht alles lösen, weil relevante Ursachen für diese weitgehende Intransparenz, den skandalösen Nichtzugang zu den wichtigsten Dokumenten, der bis heute besteht, auch für uns Europaabgeordnete, wir kommen ja nicht an die konsolidierten Verhandlungstexte. Das Problem ist nur, selbst wenn Frau Malmström das wollte, sie kann das nur mit Zustimmung der USA und die USA wollen diese Zustimmung nicht geben, aus einem ganz einfachen Grunde, weil sie dann nämlich auch im gesamten US-Kongress die Zustimmung geben müssten. Und das wollen sie überhaupt nicht, weil dann haben sie da die Pest am Hals, nämlich die Demokratie. Nicht? Also das ist... Deshalb hängt diese Transparenzfrage, aber sie versuchen systematisch die schärfsten Argumente abzumildern. Also das ist eine ganz systematische Strategie. Bei den Schiedsgerichten gibt es jetzt diesen faulen Kompromiss. Man versucht, die Kommunen mit irgendwelchen Detailklauseln zu beruhigen, die in Deutschland ja eine der wesentlichen Säulen des Widerstands sind. Und so geht das Thema für Thema. Man versucht, den Nahrungsmittelsektor weitgehend rauszunehmen, weil, glaube ich, da die Aufregung in Europa bezüglich Gentechnik und schlechter Produkte aus den USA am höchsten ist. Und so versucht man systematisch, die Gegenargumente abzuschwächen. Und was hinzukommt, zumindest in Deutschland, läuft eine systematische Diskreditierungsstrategie gegen die Befürworter. Ich muss eins sagen, bei dieser Demo,
Ich habe es noch nie erlebt, dass eine Großdemonstration, dass vor einer Großdemonstration so massiv systematisch diskreditiert wurde. Campact ist jetzt eine Empörungsindustrie. Vor Campact haben die große Angst, weil Campact ist sehr effektiv, die Unterschriften und Aktionen genau zu dem Zeitpunkt zu liefern, wo sie politisch am störendsten sind. Und ich weiß das von vielen SPD-Kollegen, also wenn die das Wort Campact hören, dann kriegen die richtig Krätze. Das ist ein richtiges Anti-Wort, weil die einfach im Internet so effektiv zum richtigen Zeitpunkt organisieren. Aber das ist wirklich interessant. In mehreren großen Medien wurden große Artikel gefahren gegen Campact mit absurdesten Vorwürfen. Ich will da gar nicht in allem im Detail reingehen, aber es ist ganz klar, es gibt eine Diskreditierungsstrategie. Der BDI hat eine Agentur beauftragt, eine große Public Relations Agentur, eine Gegenkampagne zu fahren. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass diese Kampagne gegen TTIP von dieser Agentur, MSL heißt die in Berlin, mitgesteuert wird. Und das ist, also das heißt, wurde systematisch versucht, dann dieser absurde Diskurs, wurde vorhin auch schon gesagt, alle mussten sich rechtfertigen, weil angeblich Rechte auf der Demo waren. Also ich habe ein paar Verwirrte gesehen, ja, das gibt es auf jeder Demo. Das will ich nicht bestreiten, ja, weil man da so manche Sprüche gesehen hat. Da war schon manches politisch sehr, sehr Schräges. Ja. Aber das war nicht mehr als auf anderen Demos auch. Und dass da viele Rechte waren oder Rechtsextreme, da kann man nur wirklich sagen, ich habe CSU-Bürgermeister gesehen, aber die würde ich jetzt nicht als Rechtsextreme ja, sondern gemeint war ja, dass da im Grunde die AfD und auch weiter rechts davon, dass die praktisch dort auf dieser, das ging alles aus von einem Artikel, wurde dann massiv von vielen Politikern von CDU, CSU, FDP und so weiter wiederholt. Das Ergebnis war, dass auf der Demo praktisch keiner der Redner auskommen konnte, ohne auf diese völlige Nebenkriegsschauplatz auszuweichen. Und das Ergebnis war, nach der Demo, und wer die Medienberichterstattung sich angeschaut hat, da war immer ein großer Anteil einer Auseinandersetzung mit den Argumenten der TTIP-Befürworter und dieser Diskreditierungsstrategie. Ja, es war sehr erfolgreich, diese PR-Kampagne. Die Demo war die größte Demo seit dem Irakkrieg. Es gab, die war mehr als nach Fukushima. Das war mehr als beim Obama-Besuch in Berlin. Es war nach der Irakkriegsdemo überhaupt die größte politische Demonstration in Berlin als Hauptstadt. Und eine solche Demonstration wurde dann zu relevanten Teilen nur noch kritisch diskutiert. Der Hauptkommentar in der Tagesschau war absolut gegen die Demo. Und sowas habe ich noch nie erlebt, dass eine Diskreditierungsstrategie gegen zivilgesellschaftliches Engagement so erfolgreich war. Und das muss einem Angst machen bezüglich der Rolle von PR-Agenturen und der Rolle von gut gezielter Medienarbeit zur Diskreditierung unserer Arbeit und der Menschen, die da auf der Straße waren. Also das war wirklich heftig. Und damit muss man sich auch genau mit dieser Form von Professionalisierung der Medienarbeit muss man sich beschäftigen. So, dann finde ich mehrere Achsen jetzt für die weitere Strategie relevant. Erstens, was sind eigentlich die Befürworter? Und eigentlich, wenn man so sucht, gibt es natürlich im Parteienspektrum, aber dann zivilgesellschaftlich gibt es eigentlich nur eine große Gruppe von Befürwortern, das sind die Wirtschaftsverbände. Bisher auch geschlossen, muss man sagen. Das wird sich aber ändern, sobald man mehr weiß, was in den einzelnen Vertragskapiteln stehen wird. Weil es ist, was immer verschwiegen wird, ist, in aller Regel hat mehr Freihandel einen kleinen Wirtschaftswachstumseffekt. Aber das ist nur der Nettoeffekt. Im Prinzip bedeutet die Vergrößerung des Marktes immer, dass einige Unternehmen Verlierer sind und andere Gewinner. Und dann gibt es eine Erhöhung der Effizienz insgesamt und das führt zu einem kleinen Wirtschaftswachstumseffekt. Das ist die Theorie. Ja. Aber klar ist, es werden in Europa sehr viele Unternehmen deshalb Marktanteile verlieren und andere werden gewinnen. Und das bedeutet natürlich, und umgekehrt in den USA auch, und nur weiß heute noch keiner, wer auf der Gewinner- und wer auf der Verliererseite steht. Und deshalb nur schaffen das die Wirtschaftsverbände so geschlossen zu sein. Und daher denke ich, dass da noch eine richtige Welle von Akteuren auf den Plan kommen wird, mit denen wir Bündnisse schließen können. Dazu brauchen wir aber erst die ausgehandelten Vertragsbestandteile.
Deshalb ist für die Zeit dazwischen wichtig, dass wir diese Kampagne KMU gegen TTIP, das sollte man viel stärker unterstützen. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass die Initiatoren der Bürgerinitiative diese Sache einmal an alle schicken und auffordern, da zu unterschreiben. Da sind bisher irgendwie 1700, 800 Unterschriften. Das ist weniger als in Österreich. Also da gibt es ja entsprechende KMU, also kleine und mittlere Unternehmen gegen TTIP. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Argument, dass man öffentlich zeigen kann, dass nicht alle Unternehmen dafür sind, sondern es gibt auch viele, die das sehr skeptisch sehen und die Befürchtungen haben, was das für sie eigentlich und ihre Arbeitnehmer bedeutet. Der zweite große Block sind die Gewerkschaften. Die Gewerkschaften sind gespalten und wackeln. Wir haben zwar mit zur Demo aufgerufen, aber noch ein paar Tage vorher war unklar, ob der DGB die Abschlusspresseinformation überhaupt mitträgt. Und wer die DGB-Rede genau gehört hat, die war sehr genau formulierend, weder war da eine ganz klare Ablehnung von Schiedsgerichten drin und schon gar nicht eine ganz klare Ablehnung von TTIP, sondern das waren alles Formulierungen, die im Detail die Sache offen hatten. Und das ist absolut zentral, weil die SPD, wenn die Gewerkschaften sich wirklich frontal und dauerhaft und konsequent gegen TTIP stellen, dann ist das für die SPD kaum durchzuhalten und insbesondere für Herrn Gabriel kaum durchzuhalten. Deshalb ist die Frage, ob die Gewerkschaften sich irgendwann ganz klar entscheiden, das ist eine der zentralen Fragen. Deshalb glaube ich auch, dass für die Bewegung extrem wichtig ist, möglichst viele lokale Ortsverbände und Einzelgewerkschaften, Landesverbände, dort Beschlüsse einzureichen und auf kritische Grundsatzbeschlüsse, nämlich gerade mit dem Bezug auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, soziale Marktwirtschaft, also wirklich an den Grundprinzipien, nicht an Einzelaspekten, sondern an den Grundprinzipien der Bilateralisierung der Freihandelsverträge anzusetzen, darauf hinzuwirken. So, dann zu den Parteien. Da ist es so, CDU-CSU, da gibt es ganz klar eine Pro-Haltung und die ist vermutlich auch nicht aufzulösen. Allerdings bei der CSU ist es deutlich anders. Die CSU ist ja immer dichter am gefühlten Volkswillen und deshalb gibt es dort auch viel mehr Unruhe innerhalb der Partei, während in der CDU ist das fast schon ein identitärer Konsens. Die CSU will, ist daher angreifbar und Campact plant auch eine große Kampagne gezielt auf die CSU, und auch natürlich mehr Demokratie, hat ja eine starke Wurzel in Bayern, wir aus Nordrhein-Westfalen so viel beizutragen haben. Wir können uns über die CSU lustig machen, das hat sie bisher auch nicht interessiert, das sollten wir auch weiter tun, weil sich das einfach anbietet. Aber ansonsten ist da, glaube ich, unser Beitrag hier begrenzt. Wie gesagt, die SPD ist Zentrum des Konflikts. Deren Parteitage, deren Positionierung sind sehr wichtig, weil ohne die Sozialdemokraten auch im Europaparlament und auch im Bundestag wird es keine Ratifizierung geben. Und die SPD ist bisher für die Verträge im Prinzip, stellt aber bestimmte Bedingungen auf. Es ist aber vor Ort, ich habe noch kein einziges SPD-Mitglied getroffen, was diese Verträge gut findet. Das mag vereinzelte geben, aber im Wesentlichen, die Basis der SPD ist total dagegen und die haben einfach nur ein Problem und das ist, dass eben Herr Gabriel der zuständige Minister ist, der ist unser Handelsminister als Wirtschaftsminister und er hat dort offensichtlich auch eine bestimmte Rolle in der Koalition zu spielen und auch in der Führung der SPD gibt es natürlich ganz viele Leute, die sagen, wie bescheuert waren wir denn, dass wir uns diesem Konflikt angebunden haben. Und ich glaube, dass deshalb der Druck auf die SPD natürlich sehr, sehr relevant ist. So, dann zu uns selber, bei den Grünen. Erfreuliche ist, auf Bundesebene und Nordrhein-Westfalen haben wir kein Problem. Die Mehrheiten sind total klar, die Grünen lehnen diese Verträge ab. Und zwar nicht nur TTIP, auch CETA und Co. Aber wir haben Probleme in einzelnen Landesverbänden. Das will ich ganz offen sagen und das stört mich. Und zum Teil geht das so weit, dass in einzelnen Landesverbänden, wo wir Regierungsbeteiligungen haben, es Parteitagsbeschlüsse gibt, die ganz klar sagen, wir stimmen zum Beispiel keinem Vertrag zu, der diese Schiedsgerichte enthält, aber ganz klar ist, dass auf der Regierungsebene das anders gesehen wird. Und wie das am Ende ausgeht, ist unklar. Und die zentralen Felder sind natürlich klar. Und ich glaube, die Zivilgesellschaft muss sehen, dass sie die Landtagswahlkämpfe in diesen Bundesländern nutzt, um Festlegungen zu erreichen. Nicht nur von der SPD, sondern auch von den Grünen, sage ich ganz offen.
Und im Bundesrat, wenn das wirklich in den Bundesrat kommt, was bei gemischten Abkommen der Fall ist, da muss man natürlich dann am Ende um jede Stimme kämpfen, weil das, weil sehr viele Landesregierungen große Probleme mit der Vorstellung haben, dass die zweite Kammer des deutschen Parlamentes solch wichtige Verträge zu Fall bringt. Wir hatten bisher erst einen Testfall, das war das Peru-Kolumbien-Abkommen. Da war es ja so, da hatten wir als Grüne noch keine Sperre im Bundesrat, wenn alle grün mitregierten Länder sich enthalten. Im Bundesrat ist ja eine Enthaltung ein Nein. Dann kann man nicht ratifizieren. Also die Grünen haben durch die neuen Regierungsbeteiligungen alleine eine Blockademöglichkeit. Und das war damals noch nicht der Fall, sondern da war es so, alle grünen mitregierten Länder haben Nein gesagt, beziehungsweise sich enthalten. Und Hamburg war damals alleine SPD regiert und an Hamburg hing es dann, dass Peru und Kolumbien durchgekommen ist. Nur deshalb ist das ratifiziert worden. Aber klar ist auch, dass der jetzige Druck das schwerer macht. Daher die Ratifizierungsprozesse im Bundesrat, abhängig wiederum von dieser EuGH-Entscheidung, sind natürlich zentral. Die Linkspartei, gut, die hat auch eine klare Positionierung, aber da gilt das Gleiche. Wenn man im Bundesrat, gibt es immer die Gefahr, dass versucht wird, die Stimmen zu kaufen. Muss man ganz offen sagen, werden die komischsten Händel gemacht. Wir haben das jetzt ja bei der Flüchtlingspolitik gesehen, wo praktisch die Bundesregierung gesagt hat, wir lassen eure Kommunen finanziell ausbluten, wenn ihr nicht bestimmte Reformen macht. Und unter diesen Bedingungen hat man natürlich keine normalen demokratischen Verhältnisse. Diese Art von Verbindung von Föderalismus, Finanzierungsfragen mit inhaltlichen demokratischen Fragen, das ist ein Skandal erster Ordnung, auch aus Demokratie-Sicht. Und das muss man auch zum Thema machen. So, dann europaweit, ich denke, ich werde darauf nicht eingehen, jetzt so genau, es ist sehr unterschiedlich, wie die Stimmung ist in den Ländern. Es gibt Länder mit klaren TTIP-Mehrheiten, es gibt Länder mit großer Skepsis und interessant ist, dass gerade in Ländern, die früher sehr freihandelsfreundlich waren, dass gerade dort der Widerstand so groß ist, in Deutschland, in Großbritannien, in den Niederlanden, in Österreich, das sind ja alles keine Länder, die nicht globalisiert sind. Das sind alles Länder, die gerade traditionell sehr, sehr offene Märkte hatten, während umgekehrt in Südeuropa, die viel geschlossenere Märkte hatten, die haben derzeit so viele Probleme durch die Euro-Krise und die Folgen, dass dort diese TTIP-Bewegung nicht genauso groß geworden ist. Und selbst in Frankreich, die normalerweise mit den amerikanischen Ideen kommt, sofort Allergien bekommen, ist die Ablehnung nicht genauso scharf wie in Deutschland. Das heißt, man muss das in jedem Land unterschiedlich betreiben. Aber ich glaube, eins natürlich, eine offene Frage ist natürlich, diese europäische Bürgerinitiative, die dann selbst organisiert durchgeführt war, war ein Riesenerfolg. Noch nie sind so viele Unterschriften gesammelt worden, noch nie wurde das Quorum in so vielen Ländern geschafft. Aber die Frage, was kommt jetzt? Und ich fand sehr interessant, auf der Demo hat der Redner des DGBs gesagt, wir brauchen jetzt eine große Demo in Brüssel. Und ich finde das auch die logische Konsequenz. Also nach den Demonstrationen in den Hauptstädten muss man jetzt eine europaweite Mobilisierung nach Brüssel versuchen. Und ich glaube, dass da auch in Nordrhein-Westfalen wir natürlich eine große Chance haben, es ist nicht so weit. Wir könnten wirklich viele Leute dorthin bringen. Und ich finde, das wäre auch eine Aufgabe, an der sich auch mehr Demokratie, genauso wie wir Grünen und alle, die TTIP-kritisch sind, beteiligen könnten, eine große Mobilisierung nach Brüssel auf die Reihe zu bringen. Und ich hoffe, dass mehr Demokratie, die ja eine wichtige Rolle bei den Initiatoren der Bürgerinitiative hatte, jetzt zu so einem Beschluss auch mit hinwirkt, dass wir eine solche Großmobilisierung etwa im Frühjahr, das muss natürlich die Bewegung, das liegt nicht an uns Parteien, aber ich kann nur sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn das Europaparlament genauso eingekreist wäre, wie die Siegessäulen. So, jetzt würde ich gerne diese Grafiken kurz mal haben. Campact hat bei MNIT eine Umfrage gemacht und das ist extrem spannend. Das ist jetzt in Deutschland repräsentativ die Frage, wie stehen die Deutschen zu TTIP? Und so genau hat es das jetzt noch nicht wieder gegeben. Man sieht da mehrere Sachen, ich will das nicht ewig ziehen. Aber man sieht hier erstmal grundsätzlich die Frage zum Freihandel. Die Frage, Meinung zu zunehmendem Handel zwischen Deutschland und anderen Ländern. Wie denken Sie über den zunehmenden Handel zwischen Deutschland und anderen Ländern? Ist das Ihrer Ansicht nach für Deutschland eine eher schlechte oder sehr schlechte Sache? Und da sieht man, dass die Menschen in Deutschland grundsätzlich
dem Freihandel positiv gegenüberstehen. Das heißt, grundsätzlich sagen die, das ist gut. Und zwar ist das stabil über praktisch alle Parteien, über alle Altersgruppen, über alle Bildungsgruppen. Ich will nicht in die Details gehen. Man sieht tendenziell, dass die Menschen schon wissen, wer ärmer ist, wer in niedrigeren Lohngruppen ist, ist skeptischer gegenüber dem Freihandel als diejenigen mit hoher Bildung und höherem Einkommen. Das sieht man hinterher auch, das sieht man da auch an der, es gibt auch einen klaren Bildungszusammenhang tendenziell. Aber der Punkt ist, dass daraus folgt aus meiner Sicht, dass man sehr vorsichtig sein sollte, in Deutschland die Kampagne über die Frage des Freihandels zu führen. Ich halte es daher zum Beispiel auch einen Fehler, wie Attac das gemacht hat, ich bin ein Handelshemmnis. Das klingt radikal, leider stellt man sich damit gegen die Mehrheit der Deutschen. Weil die meisten Deutschen sagen, grundsätzlich ist die Öffnung der Märkte über die nationale Grenze hinweg eine gute Sache. Könnten wir weiterklicken? Und nochmal einmal weiter. Genau. Und hier sieht man das nach Parteien. Und das ist jetzt wirklich spannend. Diese starke Befürwortung, wie gesagt, das ist parteiübergreifend. Selbst bei der Linkspartei überwiegt die Zahl der Leute, die sagen, sie wollen das. Sie sind grundsätzlich für Freihandel. Bei uns Grünen ist das sogar ganz besonders ausgeprägt. Jetzt gehen wir nochmal weiter, bitte. Wenn man jetzt nach TTIP fragt, also Meinung zum Freihandelsabkommen, transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft. Wie Sie wahrscheinlich wissen, verhandelt die USA und die Europäische Union über ein Freihandelsabkommen, auch bekannt als transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft. Ist dieses Handelsabkommen Ihrer Ansicht nach eine gute oder eine schlechte Sache für Deutschland? Ich glaube, wenn man das Abkürzung TTIP noch genutzt hätte, wäre die Ablehnung noch deutlicher. Also methodisch kann man das in Frage stellen. Aber immerhin, auch bei dieser Fragestellung, sagt die Mehrheit, das ist eine schlechte Sache. Das ist sehr interessant. Und die Zahl der Befürworter ist auch sehr interessant. Hauptsächlich Männer. Ja? Frauen sind viel skeptischer. Das ist auch bei uns so. Generell sind Frauen gemeinwohlorientierter und weniger an kurzfristig materiellen Interessen orientiert. Das ist sehr deutlich. Man sieht aber auch, dass diese tendenzielle Ablehnung ist altersübergreifend und sie ist auch tendenziell bildungsübergreifend. Weiter. So, und wenn man das dann nach Parteien befragt, das ist wirklich interessant, da sieht man wiederum, die Ablehnung ist überall da, außer bei der CDU/CSU. Und bei uns ist es besonders komisch, bei uns Grünen, ich würde übrigens vermuten, dass das bei den Piraten genauso ist, die Leute sind überdurchschnittlich für Offenheit, aber überdurchschnittlich häufig gegen TTIP. Das ist wirklich interessant. Das sieht man da nicht, die Ablehnung ist bei den Linken und bei den Grünen und bei der AfD am höchsten. Aber die SPD hat natürlich ein Problem. Weil sie selber ist für TTIP, ihre Wähler sind aber dagegen. Während die CDU/CSU, die haben auch viele Gegner unter ihren Leuten, aber sie haben eben eine Mehrheit. Und da kann man eben sehen, wer anfällig für die Kampagnen ist. Und jetzt bitte noch einmal weiter. Und nochmal bitte. So, und jetzt, Campact hat versucht auch zu fragen, nach der Einschränkung des gesetzlichen Spielraums durch TTIP. Ist es Ihrer Ansicht nach eine gute oder eine schlechte Sache, dass mit dieser transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft der Spielraum für gesetzliche Regelungen der EU und der EU-Mitgliedstaaten eingeschränkt werden kann? So, und das ist am allerersten die Frage nach der Demokratie. Sie haben keine andere Frage gestellt, die dicht da dran ist. So, und hier, und ich finde es ganz gut, weil es nämlich hier, weil es nicht so an einem Abstraktum ist, und da sieht man jetzt aber Folgendes. Dieser Aspekt wird parteiübergreifend kritisch gesehen. Auch die Wähler der CDU/CSU finden das problematisch, weil nämlich diese Idee der sozialen Marktwirtschaft und des Rechtsstaats, das wäre meine Vermutung, das müsste man untersuchen, die sitzt ganz tief in der deutschen Volksseele seit dem Zweiten Weltkrieg. Das war ein Erfolgsmodell für Deutschland. Und deshalb sind auch die Themen von mehr Demokratie und der Zugang über diese Grundprinzipien eine riesige Chance für die Bewegung, um eine grundsätzliche Ablehnung zu begründen und auch parteiübergreifend dafür Unterstützung zu finden. Nochmal bitte weiter.
So, und dann, das ist ein ganz langer Teil in der Umfrage, das will ich nicht alles zeigen, aber die haben jetzt noch gefragt, wie die Leute, die Befragten, die Auswirkungen des Freihandelsabkommens zwischen der EU und den USA auf Deutschland sehen, und zwar, wie wird ein Freihandelsabkommen, blablabla, ihrer Ansicht nach auf Deutschland auswirken. Und zwar in vier Dimensionen. Beschäftigungssituation und Wirtschaftswachstum, Arbeitnehmerrechte, Umwelt- und Verbraucherschutz und das Datenschutzniveau. Mehr haben sie leider nicht befragt. So, und jetzt sind das nur die, die gesagt haben, es wird sich eher verbessern. Da muss man sich dazu denken, dass alle anderen gesagt haben, es wird sich eher verschlechtern. Das ist auch alles da, aber das, wenn ich das jetzt zeige, dann sitzen wir noch eben. Aber das ist jetzt hochspannend, weil man sieht daran nämlich, dass die Mehrheit der Meinung ist, dass das gut fürs Wirtschaftswachstum ist. Aber die Leute sind ganz überwiegend der Meinung, das ist schlecht für die Arbeitnehmer, das ist schlecht für Umwelt- und Verbraucherschutz und es ist auch schlecht für das Datenschutzniveau. Und das zeigt genau, wie wir die Kampagne führen müssen. Die Wirtschaftsfragen sind ein Abwehrbereich. Da ist es wichtig, die Argumente zu schwächen der Befürworter. Man wird aber vermutlich gegen eine so starke Orientierung plus die Befürwortung der Wirtschaftsverbände nicht durchkommen. Aber die ganz überwiegende Mehrzahl der Deutschen ist der Meinung, dass eben, wie wir vorhin gesehen haben, die Möglichkeit des Staates im Gemeinwohlsinne zu regeln, die wird geschwächt und die Abkommen werden für Arbeitnehmer, für Datenschutz und für Umwelt und Verbraucher Gift sein. Und ich glaube, über diese Art der Kampagnenführung kommen wir auch zu einem dauerhaften Erfolg, wenn wir diese Argumente stark machen und umgekehrt eben auf der Prinzipienebene eben wegkommen von Einzelbeispielen alleine und hinkommen zu einer grundsätzlichen bürgerrechtlich getragenen Kritik an diesen Abkommen, und dann haben wir auch gute Chancen, diese Debatten zu gewinnen. Ich will noch eins zuletzt sagen, ich finde, dass es neben den Hinweisen, die ich schon gegeben habe, was als nächste Schritte sein könnten, noch eine ganz wichtige Ebene gibt. Ich glaube, wir müssen viel mehr symbolisch herausstellen, welche, dass das eine internationale Bewegung ist. Also das heißt also, es ist eigentlich ein bisschen absurd, dass wir zu so einem transatlantischen Freihandelsabkommen so selten Amerikaner hier haben, so selten Videoschaltungen nach Amerika machen, als dieser Kollege aus den USA da geredet hat. Das ist so, scheinbar wurde das hier schon mal diskutiert. Ich finde, das sollten wir systematisch machen. In den USA gibt es die Alliance for Democracy und andere Organisationen, die sind so ähnlich wie Mehr Demokratie. Das muss eigentlich normal sein, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass man eine Konferenz mit denen herschaltet, dass man symbolisch macht, dass das eben ein übergreifendes Besorgnis der Rechte der Bürger gegenüber engen Sonderinteressen mächtiger Wirtschaftsakteure ist. Und das kann man am allerbesten, wenn man das eben auch transatlantisch und international organisiert und nicht einfach nur jeder in seinem eigenen Süppchen dann kocht. Also, ich will zuletzt sagen, ich bin äußerst optimistisch, dass diese Verträge am Schluss scheitern. Zumindest dann, wenn sie durch die nationale Ratifizierung müssen. Weil wir haben schon viel erreicht. Wir haben ACTA gestoppt. Dass damals das multilaterale Abkommen zu Investitionen, MAI, ist gescheitert. Es gibt eine ganze Reihe weiterer transatlantischer, internationaler Abkommen, die in den letzten 20 Jahren gescheitert sind. Und zwar immer an dieser Hürde, dass, wenn viele zustimmen müssen, es auch viele Vetospieler gibt. Und nur interessanterweise ist diesmal Deutschland eines der zentralen Länder, wo diese Auseinandersetzung wirklich gewonnen oder verloren wird. Deshalb sind wir auch in einer enormen Herausforderung, weil in Deutschland ist die Ablehnung neben Österreich ganz besonders groß und wir haben eben die Sozialdemokratie mit dieser Wählersituation und mit der Skepsis der Gewerkschaften, das ist eine ganz, und mit in der Regierungsbeteiligung sowohl in vielen Bundesländern als auch im Bund und im Europaparlament mit dem Vorsitzenden des Handelsausschusses. Und deshalb ist die deutsche SPD eindeutig der größte Schwachpunkt für die TTIP-Befürworter. Deshalb nervt die das auch, wenn das viele zivilgesellschaftliche Organisationen erkannt haben und deshalb die SPD ganz besonders viel Prügel einstecken muss. Aber ich glaube, wir haben in Deutschland die Chance, wirklich den und auch viele der Instrumente in der Hand, um diese Kampagne zum Erfolg zu bringen. Und ich hoffe, ich habe mit dem Vortrag so ein paar Einblicke gegeben, über welche Argumente, über welche Instrumente und wo wir im Prozess jetzt stehen. Und ich setze wirklich auf euch, denn eins sage ich euch offen, im Europaparlament werden wir das alleine nicht schaffen.
Das schaffen wir nur, wenn die Zivilgesellschaft das mit den kritischen Leuten in den Parlamenten zusammenführt und gewinnt. Vielen Dank.